bedanke mich sehr, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr hier mit mir wieder eine weitere Folge beurteilt, nämlich über die Corona-Pandemie, Abrechnung und Konsequenzen. Und hier eine unserer ersten Clips von 25. März 2020. Das ist deswegen so wichtig, weil es halt der 25. März 2020 war, also der Höhepunkt der ersten Welle. Da hätte man alles richten können, da hätte man alles die Linie finden können. Und da haben wir schon bahnbrechende, wesentliche Sachen gesagt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Schön, dass ihr da seid. Ich mache jetzt meine Darstellung zur Corona-Epidemie-Gegendarstellung. Ich bin nämlich sauer. Warum bin ich sauer? Ich bin deswegen sauer, weil die jetzigen Maßnahmen im Vergleich zur Epidemie 2017-18 unangemessen stark sind. Ja, ja, man hat schnell vergessen. Im Jahr 2017-18, in dem damaligen Winter, gab es 25.000 Tote an der Grippeepidemie. Hier bei uns, auch in meiner Praxis. Ich lese es euch vor, könnt ihr googeln. Bei Google, Influenza, Leertaste, 2017, Leertaste, Tote, steht geschrieben, sie kostete 25.000 Menschen das Leben. Die starke Grippewelle in der Saison 2017-18 hat in Deutschland die höchste Zahl an Todesfällen der vergangenen 30 Jahre gefordert. Und gegenüber der Grippewelle 2017-18 möchte ich mal gegenüberstellen, die Todesquote von 2020, also die Sterbetafeln, kann man nachlesen. In 2020 gab es gar keine Übersterblichkeit. Wiederholen nochmal. 2017-18 gab es über 25.000 Tote an die Influenza, man hat gar nichts gemacht. Und 2020 gab es an der dramatischen Corona-Pandemie in den ersten Wellen gar keine Übersterblichkeit. Guckt euch die Sterbetafeln an und das ist das wichtigste oder Hauptargument, wo jeden nachdenklich machen muss. Durch die Influenza starben damals schätzungsweise 25.100 Menschen. Wie das Robert-Koch-Institut in Berlin mitteilte. Mitteilung vom 30.09.19. Und da möchte ich euch mal fragen, wo war denn da die Frau Merkel? Wo war denn da das Robert-Koch-Institut? Wo waren denn da unsere Ministerpräsidenten? Wo waren sie denn da alle, als wir in der Praxis, wir Hausärzte, haben diese Menschen betreut? Und wir haben sie betreut ohne Hilfsmittel. Wir sind den hochfieberhaften Leuten entgegengetreten, so wie es der Arzt macht, mit Verstand und hygienischen Grundvorstellungen, aber ohne Schutzausrüstung etc. Wir haben sie behandelt, viele, viele geheilt, ein paar wenige eingewiesen ins Krankenhaus, dann sind auch einige gestorben. In meiner Praxis sind 10 Leute gestorben in dieser Zeit. Und wer hat da was von Epidemie und sonstigen Sachen geredet? Und nachdem 25.000 Leute tot waren, wer hat uns das gedankt? Wer überhaupt außer einer Google-Nachricht hat überhaupt etwas dargestellt? Haben wir Hausärzte einen Dank gehört? Hat man uns nur einen Euro mehr gezahlt? Wie kommt es, dass jetzt bei so relativ wenig Auswirkung so dramatische Maßnahmen gemacht werden? Wir haben, das war der Ausdruck von gerade eben, derzeit 63 geheilte Corona-Patienten, 44 Gestorbene in Deutschland und einige tausend Infizierte. Ich bin deswegen sauer, weil man bei der Grippeepidemie 2017-18 mit 25.000 Tote eigentlich gar nichts gemacht hat. Und jetzt dreht man die Welt um in einen Zustand, den ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt habe. Schon im Januar dieses Jahres haben wir, mein Kollege und ich, das Problem gesehen und wir haben uns rechtzeitig mit Materialien eingesetzt, also Schutzbrille, die richtigen Atemschutzmasken und genügend Kittel und natürlich auch Handschuhe. Dann haben wir uns besorgt, genügend Desinfektionsmittel und zuletzt auch noch den direkten Nachweistest für den Coronavirus. Das bedeutet, wir sind vom Schlechtesten ausgegangen und hoffen das Beste. Wir sind damit der Sache etwas voraus. Wir haben dann Ende Februar öffentlich kundgetan, hat sich ja auch die Stuttgarter Nachrichten dafür interessiert, dass wir ab sofort den Handdruck, also das Begrüßen mit Handschlag in der gesamten Praxis für die Mitarbeiter und für die Patienten, für alle verbieten. Also das ist nochmal wichtig,
dass man handelt. Und wir waren ja die allerersten, die den Handschlag in der Arztpraxis verboten haben. Ich habe mich eh schon gewundert, warum die chirurgischen Chefärzte wegen den multiresistenten Krankenhauskeimen den Handschlag nicht schon früher verboten haben. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, die Krankenhausprofessoren sind halt eben nur mit einem Vertrag angestellte Ärzte und die machen ihren Job und das machen die auch gut, das machen die sogar sehr gut. Und so grundsätzliche Maßnahmen können sie halt nicht machen. Also, wenn jemand hochfieberhaft ist oder aus einem Risikogebiet kommt, dann wird er uns wahrscheinlich anrufen und dann bitten wir ihn, vor unseren Rezeptschalter zu kommen. Das ist außerhalb unserer Praxis, also auch vom Parkplatz aus, an der Hausmauer. Und dann öffnen wir den Rezeptschalter im Vollschutz und können hier vielleicht einen Abstrich machen oder eine medizinische Anwendung oder wir geben ein Rezept oder eine Krankmeldung oder allgemeine gute Instruktionen. So haben wir also mit dem Rezeptschalter die möglicherweise Hochinfektiösen erstmal ferngehalten aus dem Innenleben unserer Praxis. Ich möchte also ausdrücklich die Verantwortlichkeit hier betonen. Selbstverständlich haben wir den Coronavirus ernst genommen. Selbstverständlich haben wir Verantwortung übernommen als Know-how-Träger für unsere Patienten. Wir haben ja ungefähr 1000 laufende Patienten im Quartal betreut mit 2 Ärzten. Und zum Schutz der gesunden Patienten, die andere Krankheiten haben, zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und letztendlich auch zum Schutz des Arztes und selber, damit der Laden weiterlaufen kann, haben wir Hygienemaßnahmen vorgeführt. Das bedeutet, wir haben eigene Ideen gehabt, die selbstverständlich als Facharzt für Innere Medizin von meinem eigenen Berufsverständnis herkommen, ohne dass diese inkompetenten politischen Amtsträger uns irgendwelche Ratschläge machen, die weder auf entsprechender Berufserfahrung noch aus entsprechender Beratung herrührt. Ich habe angeordnet, dass das Händeschütteln in meiner Praxis verboten wird. Das haben wir schon Ende Februar öffentlich gemacht und für die ganze Praxis befohlen. Weiterhin haben wir relativ früh eine Telefonnummer eingerichtet. Das ist die Telefonnummer 99 88 45 91, wo uns die verdächtigen Patienten erstmal anrufen können, bevor sie in das Innere meiner Praxis kommen. Wenn man da also hochfieberhaft ist oder in den letzten 2 Wochen in einem der Risikogebiete war, das haben wir also relativ früh schon ausgehängt, 13.03., sodass unsere Patienten auch eine Anlaufstelle haben, wenn sie unsicher sind. Dann haben wir, darauf sind wir ein bisschen stolz, immer schon unsere Patienten bei Aufnahme bezüglich ihres Impfstatus befragt und die Impfheftchen sehr ordentlich geführt. Ich lege großen Wert darauf, dass der Stempel leserlich, dass die Unterschrift leserlich ist, dass die Patienten mit Bleistifteintrag wissen, wann sie wieder geimpft werden sollen. Also wer bei uns ein Bemühen zur eigenen Gesundheit in den letzten Jahren hatte. Halt eben ordentlich, alte Schule. Das bedeutet, man hat den Stempel lesen können, man hat die Unterschrift handschriftlich lesen können, nicht irgendwie einen Stempel von irgendeiner Arzthelferin, was irgendwie ohne Kontrolle des Arztes stattfinden kann. Wir haben früher traditionell diese gelben Impfbücher sehr ernst genommen und den Impfstatus unserer Patienten mit den alten, bewährten Impfungen, die ja weit über 10 Jahre in Gebrauch waren und bewährt waren, die haben wir sehr wohl durchgeführt. Und halt in den letzten Jahren hatte, der hat einen vollständigen Impfschutz. Auch die lieben Senioren von mir haben ab 65 eine Pneumokokkenimpfung erhalten, sodass der Pneumokokkenimpfungsstand in meiner Praxis überdurchschnittlich hoch ist. Deswegen ist uns jetzt auch der Impfstoff ausgegangen, wie auch überall. Das sind die Leute, die rechtzeitig haben nicht nachdenken können. Und zum Schluss vielleicht wollte ich Ihnen einfach nur hier zeigen, dass wir also wirklich genügend Desinfektionsmittel haben, um Ihnen sagen zu wollen, dass wir die hygienischen Maßnahmen in unserer hausärztlichen Praxis, soweit es möglich ist, gut materiell ausrichten können. Zu meinen naturheilkundlichen Gedankengängen gehört es, was ich für mich auch selber mache, mit Erfolg. Man kann natürlich verschiedenste chemische Medikamente kaufen zum Schleimlösen, Nase und so weiter, was weiß ich. Mir persönlich hilft am besten
Zwiebeln. Da muss ich mir erst mit meiner Frau reden oder irgendwie den gesellschaftlichen Plan machen. Dann esse ich sehr gerne eine Zwiebel im Salat und kann sicher sein, dass 15 Minuten ein Schleim rauskommt. Also mein bester Schleimlöser für mich persönlich sind Zwiebeln und Senf. Das ist so ein bisschen eine Geschmacksfrage. Dann aber altmodisch, wie es ist, wie der deutsche Michel in der Karikatur. Das ist doch der Herr mit dem Pyjama und der Kerze in der Hand mit der Zipfelmütze auf den Kopf. Der war nämlich viel klüger, als die meisten Leute denken. Der war nämlich in einem unbeheizten Schlafzimmer und damit er halt keinen Infekt der oberen Luftwege bekommt, was zu Grippe prädisponiert, hat er eine Zipfelmütze getragen. Ich möchte es nicht unbedingt für eine Zipfelmütze machen, aber Männer, wenn man da oben ein bisschen weniger Haare hat, dann gibt es ja so Sportkopfbedeckungen vom Skifahren. Also wer da empfindlich ist, soll sich nicht genieren, nach Rücksprache mit der Frau, abends oder nachts eine so eine sportliche Skimütze sich aufzusetzen. Wenn es der Sache dient, kann man das hinnehmen. Genauso vielleicht für die Frauen wäre ein schönes Halstuch für die Nacht, wenn man schon Räuspern hat, wichtig, damit sie sich in der Wehrlosigkeit des Schlafes nicht unbedingt noch extra erkälten. In dem Zusammenhang sei den Damen noch erwähnt, dass das Schlafzimmerfenster in Grippezeiten geschlossen gehört. Denn durch die kältere Nachttemperatur außen und der warmen Schlafzimmerluft gibt es eine Zirkulation und durch diesen zarten Luftstrom kühlt unser Gesicht aus, das ja nicht unter der Bettdecke ist. Dann würde das Gesicht und der darunterliegende Hals auskühlen, die Adern gehen zu, genau das, was wir nicht haben wollen, die Antikörper kommen immer durch und dann haben es die Bakterien und Viren in den Luftwegen leichter. Also deswegen Kopfbedeckung drauf, Schal um Hals und Fenster zu. Man erkennt also, dass Kälte zur Gefäßverengung führt und damit werden wir schwächer. Also diese Zustände sind zu verhindern. Das gilt unverändert für alle Krankheiten. Jetzt geht's weiter. Nun, was könnte denn das sein? Das sind die allgemeinen hygienischen Maßnahmen, die jetzt extrem stark geworden sind. Hände waschen, Hygiene nicht so arg nah dran. Wichtig ist, dass ich meine Hände immer dann wasche, bevor ich etwas esse. Denn wenn ich etwas esse, was ich außen anfasse, einen Apfel zum Beispiel, und schieb mir den dann in den Mund, dann bepp ich mit meinen Fingern die Viren auf den Apfel und esse den Apfel und dann habe ich den Apfel garantiert im Mund. Also das Händewaschen vor dem Essen, vor allem von Dingen, die ich mit der nackigen Hand anfasse, erscheint mir besonders wichtig zu sein. Dann, und deswegen die Teetasse hier auf dem Tisch, trinke ich immer heißen Tee und im letzten Sommer war es schrecklich heiß, dann habe ich immer noch heißen Tee getrunken. Aber wenn es draußen 35 Grad hat, trinke ich immer heißen Tee, damit mein Hals erstens gereinigt wird durch das warme Wasser, zweitens, indem der Tee mehr wie 36 Grad hat, erweitern sich die Kapillaren in meinem Hals und die bringen dann die Antikörper in den Hals, die dann die Viren kaputt machen und lysieren. Also heiße Getränke, das kann heißer Tee sein. Honig wird empfohlen wegen den antimikrobiellen Substanzen. Früher, das ist ganz bestimmt so, haben die altvorderen Huhn geschlachtet, also Hühnersuppe für den Kranken dann, der wirklich Fieber hat, zum Aufbauen, ist leicht verdaulich, bringt diese Polypeptide zum Aufbau von neuen Antikörpern mit sich. So hat man es früher gemacht, wenig essen, stattdessen Hühnersuppe und ganz viel trinken, 2 bis 3 Liter heißer Tee und Suppe. Dann habe ich von meiner Großmutter noch diese Kneippschen Anwendungen übernommen. Das ist so mein Ding in der Naturheilkunde. Das ist ein ansteigendes Wannenbad. Wenn ich abends von allem genervt bin, lege ich mich in die Badewanne und mache ziemlich heiß. Beim Einsteigen ist es ziemlich heiß. Dann warte ich 10 Minuten, mein Körper gewöhnt sich. Die Haut wird rot, das sieht man ganz deutlich. Und dann lasse ich nochmal heißes Wasser nachlaufen. Es wird noch heißer bis in Anführungszeichen zum Schmerzpunkt. Und dann bleibe ich so in der Badewanne liegen und sinniere vor mich hin. Währenddessen spüre ich, wie mein Herz klopft. Dann habe ich 2 wesentliche Effekte. Die Adern erweitern sich und dadurch zirkuliert das Blut ganz stark mit den heilenden Antikörpern und den weißen Blutkörperchen. Also ich mag ein ansteigendes Wannenbad dann, wenn ich mich selber schwächlich fühle, sonst gehe ich mit meiner Frau gerne in die Sauna und mache das Gleiche. Also durch Hitze, Gefäßerweiterung bei einer gleichzeitigen schnellen Herzpumpfunktion, damit die Antikörper schneller im Kreis rumzirkulieren. Ich möchte auch erwähnen, dass gerade in diesen nervösen Zeiten auch ein Gebet die innere Kraft stärken könnte.
Das ist vielleicht nicht gerade ärztlich, aber ich habe einen friedlichen Kontakt mit unserem katholischen Pfarrer. Der ist ein sehr pragmatischer Mensch, toll, der steht mit zwei Füßen auf den Beinen. Ich persönlich habe zwei Schutzheilige, zu denen ich bete, und ich spüre danach wirklich, wie in meinem Inneren eine Kraft stärker geworden ist. Das ist eine Schutzheilige, die gibt mir Kraft, dass ich ein bisschen freundlicher bin mit allen Menschen und emotionaler, lustiger, ein bisschen attraktiver bin. Und mein Schutzheiliger spendet mir Kraft, einfach brutale Kraft, Dinge zu tun, wo mir manchmal die Power ausgeht. Also ich möchte euch sagen, gerade in diesen Zeiten, ein Gebet, jeder auf seine Art und Weise, wird immer erhört. Und ich wünsche euch, dass es so ist wie bei mir, dass ihr danach eine innere Stärkung durch das Gebet erfahrt. Da gibt es ja die heilige Corona. Das ist eine Heilige der katholischen Kirche, eine Heilige, die Fürsprecherin ist, ausgerechnet bei Seuchen. Ist doch ein merkwürdiger Zusammenfall, dass vor Hunderten von Jahren man der heiligen Corona die Eigenschaft zugesprochen hat, bei Seuchen Ansprechpartner zu sein, wo der Virus doch jetzt auch Corona heißt. Ist doch ein merkwürdiger Zufall. Die Gebeine der Reliquienschrein ist in Aachen von der heiligen Corona. So, jetzt machen wir aber weiter. Ich bin auch enttäuscht, dass diese Gesellschaft jetzt, wo es in Deutschland weit bis heute Nachmittag eigentlich doch nur in Summe 44 Tote gab. Jeder Tote hat ein eigenes Schicksal, das muss man respektieren und auch ihm und der Familie sein Beileid ausdrücken. Aber bei 44 Toten drehen wir um. Wir haben gehört, die Bayern diskutieren jetzt ganz vorneweg über eine Ausgangssperre. Das hört sich ja an wie im Dritten Reich, als die Verdunklungssperre mit Ausgangssperre war, als diese nächtlichen Bombardierungen waren. In welchem Kriegszustand befinden wir uns eigentlich bei 40 Toten? Das ist doch so, Frage. Mache mir nicht täglich 20 Leute tot auf der Straße? Da hat es ja auch niemand gewollt und gewusst morgens, als er losgefahren ist. 20 Leute täglich tot auf der Straße. Und mit den Zigaretten rauchen. Die Bundesregierung, der Bund nimmt gerne die Tabaksteuer, über 13 Milliarden etwa. Und wenn man das umrechnet mit den armen Zigarettenrauchertoten, also wenn ich es mal mathematisch berechne, verdient die Bundesregierung, also sie nimmt ein an Steuern, können Sie nennen, sie wie Sie wollen, 180.000 Euro Tabaksteuereinnahmen, wenn dann in der Summe ein Rauchertoter stirbt. Und wo ist denn das Engagement von den Verantwortlichen? Wo sind da die Politiker, der Herr Gesundheitsminister? Der soll doch die Gesundheit fördern oder will der Geld einnehmen? Er muss die Gesundheit fördern, dafür haben wir ihn gewählt und teuer bezahlt, das ist unser Minister. Der muss unsere Interessen fördern. Ich kann mich aber an der eigenen Nase ziehen. Wir Ärzte, ich bin ein Teil der Ärzteschaft als Internist. Wir Ärzte treiben doch täglich 300 gesunde Babys ab. Und was tun wir Ärzte? Nichts. Ich soll doch das Leben erhalten nach dem Eid des Hippokrates. Was machen wir? Wir treiben täglich 300 gesunde Babys ab, zerstückeln die und schmeißen die in den Müll. Nur so weit, wie wir mit dem Leben umgehen. Denn als Naturwissenschaftler sind es kleine Babys, die haben 10 Finger, die stecken den Finger in den Mund und lutschen dran. Da gibt es ganz klare Einnahmen. Nur die Juristen legen fest, wann ein Leben ein Mensch ist. Für mich als Naturwissenschaftler sieht dieser dreimonatige Embryo aus wie ein kleines Menschenkind. Ja. Ja, und wem nutzt die Sache denn eigentlich? Heißt mal auf Lateinisch cui bono. Ja, wem nutzt die Epidemie eigentlich? Prekäre Frage, aber natürlich ist es so, dass durch das Homeoffice, also auf jeden Fall die, die diese zuständigen Apps produzieren, die haben jetzt richtig Konjunktur. Also, dass es Nutznießer von der Corona-Pandemie gibt, das haben wir dann später in 2 Jahren dramatisch wahrgenommen. Nicht nur die Aktionäre mit dieser V-förmigen Absturz und V-förmigen Erholung. Wer das gewusst hat, hat sein Kapital verdoppelt. Verdoppelt! Nein, auch das Corona-Testzentrum mit diesen irrwitzigen hohen Preisen, mit schwacher Kontrolle in Berlin, geradezu mit krimineller Unterlegung. Oder die
Maskenproduzenten auch oder Händler in China oder die nach Europa importieren und dann natürlich die Impfstoffhersteller, die einen völlig neuen mit neuer Technologie, mRNA-Technologie, letztendlich nicht erprobt auf den Markt bringen können mit irrwitzigen Verkäufen und am Schluss haben wir es ja gar nicht verimpfen können. Die anderen Millionen dann am Schluss hat man in die Tonne gehauen. Also das war voraussehend, aber jetzt komme ich dann zum Schluss. Das ist dem Virus, soll es so gehen wie im Stück Butter in der Sonne. Wenn die Sonne auf die Butter leuchtet, dann fließt die Butter und ich hoffe, dass bei steigenden Temperaturen im jetzigen Frühling der Virus und damit die ganze Epidemie einschläft. Die Frühlingssonne möge die Corona-Epidemie heilen. Ich bin damit nicht ganz allein mit dieser Meinung. Es gibt in Brasilien den Präsident von diesem sehr großen, bevölkerungsreichen Land, der morgen Geburtstag hat und der hat den Mut, gegen den ganzen Mainstream seinen Geburtstag zu feiern und den Virus ernst zu nehmen, aber deswegen nicht die ganze Wirtschaft umzulegen. Und was sind nun die Konsequenzen draus? Die Konsequenz daraus ist, dass wir das im März 2020 alles schon gesagt haben. Und wir haben recht gehabt. Das heißt, die Leute, die mit der Hand am Arm mit den Patienten arbeiten, gearbeitet haben über Jahrzehnte, die medizinischen Kompetenzträger haben gewusst, was zu tun ist. Die haben das richtig eingeschätzt. Nur die damalige CDU-Regierung unter Merkel mit dem damaligen Gesundheitsminister Spahn haben das nicht hören wollen. Die haben eigene Ratgeber gehabt, die sie falsch beraten haben und unser Geld verprasst haben und die Bevölkerung in den weiteren Wellen schlecht geführt haben. Also die Konsequenz daraus, wir haben ein paar Leute identifiziert, die falsche Voraussagen gemacht haben, die keine Berufserfahrung mit viralen Erkrankungen gehabt haben und sind sehr traurig darüber, dass die Regierung keine erfahrenen Chefärzte, die jeden Tag auf Intensiv mit den Corona-Schwerkranken zu tun hatten, ins Boot geholt haben. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Rückblick dabei wart und wir machen dann mit dem nächsten Format so weiter.